Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin es mal wieder, euer Lieblings-Lidl-Mitarbeiter. Wie ihr sehen könnt, trage ich persönlich schon die Lidl-Uniform. Denn es ist heute nämlich Zeit. Ich werde heute unsere neuen Praktikanten der neuen Lidl-Generation mit hier in unser Lidl-Boot einführen. Denn das hier ist Tobias. Hallo Tobias. Hallo, ich bin der Praktikant, ich habe keinen Bock. Hallo Tobias, wie geht es dir? Ich möchte nach Hause. Das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Das sind die perfekten Voraussetzungen, um ein Lidl-Mitarbeiter zu werden. Willst du diese Uniform haben? Nein. Prima, dann musst du auf jeden Fall genau das tun, was ich dir heute sage. Nein. Denn heute gibt es ein Tutorial, wie ihr auch zu Hause perfekte Lidl-Mitarbeiter werden könnt. Seht ihr diese wundervolle Uniform? Wenn ihr diese Uniform haben wollt, dann werdet jetzt schön aufpassen, okay? Das hier ist unser Getränkekühlschrank, denn dort sind unsere Getränke drinne. Immer schön eiskalt, wie man es von Lidl kennt. Hier dort oben irgendwie... Ist das du? Es riecht hier wunderbar. Es riecht hier lecker. Es riecht hier nach Essen. Es riecht hier nach Geld. Es riecht hier einfach nur noch nach Lidl. Denn Leute, ihr wisst es, ich bin der Lidl-Mitarbeiter des Monats und ich werde heute dich und natürlich diesen Typen da drüben, den Tobias, heute hier einlernen, ein richtiger Lidl-Mitarbeiter zu werden. So, natürlich haben wir auch hier ein paar Markengetränke, die sehr, sehr wichtig sind. Die kosten ein bisschen mehr als normalerweise, aber das ist egal, denn wir sind hier bei Lidl. Freunde, okay, passt auf. Wir werden heute nämlich ein bisschen etwas kochen. Ich habe hier eine nette Dame eingeladen, die mit uns zusammen ein bisschen Lidl-Sachen kochen wird. Ihr versteht es, Leute. Da unten gibt es übrigens auch Schokolade. Das sind einmal Snickers für 50 Dollar. Dann haben wir nochmal ein paar nice... 50 Dollar? Das ist doch viel zu teuer. Ich glaube, du als kleiner Praktikant bist vielleicht gar nicht mal so reich. Kann das vielleicht sein? Ich verdiene gar nichts. Denn wir hier bei Lidl, siehst du diese Uniform, siehst du sie? Wir verdienen richtig viel Knete. Lidl lohnt sich. Freunde. 50 Dollar für eine Packung Süßigkeiten verlangt. Ja, okay, auf jeden Fall haben wir natürlich auch die perfekte perfekte, leckere, schmackofatze Schokolade. Ein paar Nudeln für 20 Dollar, 5 Cent. Dann haben wir natürlich noch mehr Nudeln für 30 Dollar. Oreo-Kekse für 29 Dollar. Und natürlich gekühlte Sprite, Fanta, Pepsi, Cola und eine 7-Up und noch andere Getränke, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Weil, Leute, ich als Lidl-Mitarbeiter kann mir natürlich auch nicht alles merken. 50 Dollar für eine Sneaker. Für ein leckeres Getränk. Okay, ich würde sagen, wir starten hinein, Ladies and Gentlemen, rein in die Lidl Action. Heute wird gekocht. Aber in Miniatur. Oh ja. Oh ja. Okay. Wir sehen hier einen klassischen Lidl-Einkäufer, wie er sich zur frischen Fleischtheke begibt. Das Fleisch ist doch eine Woche alt oder so, oder? Das Fleisch sieht super schmackofatz aus. Die Dame hat natürlich super schnell bezahlt. Sie geht wieder nach Hause und wird jetzt ein leckeres Lidl-Rezept nachkochen, Leute. Denn bei Lidl ist es möglich, dass man sich Rezepte nämlich geben lassen kann, damit man von zu Hause aus ganz einfach Mini-Essen im Lidl machen kann. Dazu eine absolut passende, frische, knackige Lidl. Knoblauchzehe? Knoblauchzehe. Genau richtig. Guck mal, du lernst sogar sehr, sehr schnell dafür, dass du nur ein dummer mit... Weiß nicht, was eine Knoblauchzehe ist. Sag mal, ich glaube, bei dir raucht die Hütte. Sag mal. Wie redest du mit mir? Ich bin hier der Lidl-Mitarbeiter des Jahres. Des Monats, meinte ich. Oder ich werde mir weniger Gehalt geben, das geht nämlich nicht. Ich bin Praktikant. Ich verdiene gar nichts. Ich wurde hier gegen meinen Willen angeschleppt. Du wurdest nicht gegen deinen Willen angeschleppt, denn du bist heute Mitarbeiter. Ob du willst oder nicht? Ich will nicht. Ob du willst oder nicht, du wirst dieses Lidl-Ding hier tragen. Das wurde nämlich mit mir auch gemacht. Du bist Lidl-Mitarbeiter. Lidl-Mitarbeiter. Nein, ich will nicht. Doch, du bist Lidl-Mitarbeiter. Guck mal, wie wunderschön sie sie klein schneidet, denn Lidl lohnt sich. Dazu passend das Fleisch. Dazu passend natürlich eine kleine Schale, in die sie alles hineinwirft. Das ist ein Eierbecher. Das ist kein Eierbecher, das ist ein Topf.
Ich weiß nicht. Und dazu natürlich das passende Paprikapulver, schwarzer Pfeffer und Salz. Alles von Lidl, meine Damen und Herren. Denn Lidl lohnt sich. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, damit das Ganze schmackofatz passt. Ein bisschen Koriander aus unserer frischen, aller frischesten Theke. Das ist Koriander, mein Lieber. Ich glaube nicht, dass du der Mitarbeiter des Monats wirst, wenn du noch nicht mal Koriander von Basilikum auseinanderhalten kannst. Knoblauchzehe. Ich wusste, was eine Knoblauchzehe. Knoblauch. Lidl-Mitarbeiter. Mhm. Es sieht sehr schlecht für dich aus, mein lieber Praktikant. Ich will ja nicht mal hier arbeiten. Es sieht sehr, sehr schlecht für dich aus. Du willst hier arbeiten, Nein. Aber du versuchst die ganze Zeit mich... Den Mitarbeiter des Monats willst du mich hier korrigieren. Das ist Koriander. Und das ist aus der frischesten und besten und knackigsten. Das ist lecker. Und sie macht das leckerste Essen. Hast du mich verstanden? Sag ja. Geld von 0 bis Mittag. Sag ja! Okay, ja! Okay, sie schneidet den Koriander wundervoll klein. Jetzt wird er zerstampft. Mit natürlich auch dem passenden Zerstampfer von Lidl. Denn Lidl, richtig. Lohnt sich, meine ich. Ja, siehst du, er hat es doch schon selbst gesagt. Dadurch wurde jetzt ein kleines Püree gemacht. Und dieses Püree wird in eine mini kleine Auflaufform hineingegeben. Ist jetzt ein Kuchen oder was ist das? Das wird kein Kuchen! Was wird ich denn sonst? Du wirst sehen, was dies ergeben wird. Mit einer Mini-Gabel, mit allem... Es wird alles in Mini gemacht, damit du mit deinen kleinen Augen das auch sehen kannst. So, jetzt wird ein bisschen Öl in eine Pfanne gegeben. Dann wird das Ding, was auch immer das sein soll, wird auch in die Pfanne reingegeben. Das ist ein Patty. Ich glaube, das ist so ein Burger-Patty oder so. Es ist ein Burger-Patty. Natürlich ist es ein Burger-Patty. Es ist ja klar. Hä? Na klar ist es ein Burger-Patty. Völlig logisch. So, dann wird dieser Burger-Patty erstmal in den Kühlschrank gestellt. Nein, Moment, da wird Teig rausgeholt. Das war nur Spaß. So, wir haben hier Teig. Denn dieser Teig, Leute, wurde zusammengestellt aus Lidl-Mehl, Lidl-Eiern, Lidl-Zucker. Lidl-Fußnägel. Aus Lidl-Fußnägeln, aus Lidl-Fingernägeln, aus Lidl-Popel und natürlich aus Lidl-Augenbrauenhaar. Rückenhaare? Ach so, es sind Rückenhaare. Du hast recht. Genau. Und natürlich wird dann dieses Mehl schön geknetet, schön durchgeknetet, wunderbar, wundervoll. Und dadurch wird dann ein Burger Patty gemacht. Verstehst du das? Ein Burger Patty. Nein, Burger Patty ist das Fleisch. Es kommt Buns sind die Brötchen. Bin ich hier der Lidl-Mitarbeiter oder bist du das? Ich bin kein... Du, aber ich will... Okay. Du willst Lidl-Mitarbeiter des Monats werden? Nein, ich will nicht. Lass mich doch einfach gehen. Wir werden uns jetzt angucken, wie unsere Köchin hier unser Burgerbrot macht. Okay? Ein bisschen Sesam drauf. Das Ganze natürlich dann bei 180 Grad in den Ofen schieben. Und dann warten wir kurz einfach ab. Siehst du, wie wunderschön... Sesam öffnet dich, ne? Siehst du, wie wunderschön sich dieses Brot öffnet? Sowas gibt es auch nur bei... Harry Potter? Nicht bei Harry Potter! Das gibt Hätte nur... sein können! Durch Magie. Hätte sein können, ja. Durch Magie. Ja. Aber, weißt du was? Durch Magie geht das auch. Okay, wir sehen hier, wie das Burger, Brot, nicht Patty, aufgeht. Dazu frischer Salat, der frischeste Salat, den ihr jemals gesehen habt. Aus der frischen Theke von... Der ist nicht das Gummi. Gummisalat, guck das ihn ist doch kein an. Gummisalat. Das ist frischester Gummi. Salat, der ja, frischeste Salat. Plastik kann auch frisch sein. Sie schneidet das ihn wundervoll und einfach das wunderschön. Das sieht aus wie. Nee, das ist doch kein. Nee, das guckt doch wie an, wie. Das sieht irgendwie aus wie. Das sieht so künstlich aus. Nee, Alter, das ist kein künstlicher. Willst du mir jetzt sagen, dass das jetzt auch keine echte Mayonnaise ist? Das könnte vielleicht echte Mayonnaise sein. Das ist echte Mayonnaise so klein, und ich kann dir sogar sagen, wo? So Regal klein. 6, Gang 7. Und da liegt die Mayonnaise begraben. Verstehst du das? Da liegt sie begraben. Regal 6, Warum Gang 7. Warum verkriegt man Mayonnaise, so. Wenn man sie aus dem Regal nehmen kann? Was wollen Sie gerade von mir? Sie wollen doch hier arbeiten. Sie wollen mich hier die ganze Zeit nicht gehen lassen. Ich bin die ganze Zeit hier gefangen. Also, wir haben hier die Mayonnaise aus Regal 6, Gang 7. Wir sehen, es sieht einfach schmackofatz aus. Ketchup, direkt neben der Mayonnaise. Dann Chili-Soße. Keine Ahnung, wo diese Chili-Soße ist. Habe ich noch nie gesehen. Das Ganze wird umgerührt, damit das Ganze natürlich zu einer wundervollen... Salat?
Es wird zu einer wundervollen Burgersoße fabriziert. Dann kommt daraus unser Burgerbrötchen, was einfach schmackofatz aussieht. Denn durch die beste Qualität von Lidl gibt es das. Okay. Ketchup on top, schön verstreichen. Ja, Ketchup on top ist das nicht, das ist auf dem Boden. Nein, ist das Ketchup on top? Es ist ein bisschen, auf dem Boden. Ein bisschen Salat, unser Burger Patty. Das ist doch kein Burger Patty, das sieht irgendwie aus wie ein zweites Brot, was er dazwischen klatschen. Das sieht ein bisschen aus wie ein Popel, okay? Ich gebe es zu. Ja. Ich liebe meinen Laden, okay? Aber trotzdem, wir verkaufen nur Schrott. Ja. No front. Aber ey, der Käse sieht gut aus. Die Zwiebel sieht gut aus. Käse sieht gut aus, Zwiebel sieht gut aus. Okay, also die Zwiebel ist, glaube ich, ein bisschen too much für die kleine Portion, weißt du? So als, weiß ich nicht so. Ja, aber okay, gut. Stell dir vor, du würdest so auf deinem Burger so ein riesiges Zwiebelstück draufkriegen. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Diese so wundervolle, leckere Burgersoße. Siehst du das? Das nennt sich ein Triple Whopper Spezial auf Floß. So. Das ist doch normal. Das ist ein wundervoller Burger. Kleiner Mini-Burger. Ein Triple Whopper, weil wir wahrscheinlich mit 3 Lagen Patty, irgendwie 6 Lagen Brötchen und 12 Lagen, Handyverträgen oder so. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was dieser Typ da drüben labert. Du bekommst keinen Job hier. Ja. Hast du mich verstanden? Ja, Warum freust du dich so? Ich bleibe weiter ein Lidl-Mitarbeiter, Leute. Und falls ihr Lidl-Mitarbeiter werden wollt und mehr Folgen mit dem Lidl-Mitarbeiter haben wollt, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Schaut auf jeden Fall nicht bei diesen Typen. Okay, schaut doch drüben vorbei, Leute. Schaut bei Tops vorbei. Es war auf jeden Fall eine witzige Folge. Falls euch sowas hier gefällt, lasst ein Like da. Wir sehen uns. Peace. Ciao.